Wo ist das Pferd oder das Pony? Rennerfahrung 0. Trotzdem will Monika Ivankan beim Großen Preis von Deutschland als Erste durchs Ziel gehen. Beim Promi-Rennen. John Henry soll es richten. Ich muss das Pony jetzt erstmal kennenlernen, ob wir uns auch wirklich gut verstehen. Aber ich glaube, wir können eine Ebene aufbauen. Und dann werden wir das machen. Dann werden wir den anderen zeigen, wo der Hammer hängt. Die Rivalinnen der Rennbahn, darunter Modedesignerin Dana Schweiger und Moderatorin Sonja Kraus. Die mit einer Doppelaufgabe. Mein sportlicher Ehrgeiz ist ja auch sehr beschränkt. Ich kommentiere das ganze Jahr noch, das Rennen. Und von daher finde ich das legitim, wenn ich das Feld von hinten aufrolle. Und so Platz 5 finde ich ist legitim. Der Start läuft für Sonja und Monika nicht ganz optimal. Platz 4 und 5 in der ersten Kurve. Aber dann findet John Henry sein Gaspedal. Sonjas und Monikas Gespanne haben sich an allen vorbeigetrabt. Im Ziel heißt es Kraus vor Ivankan. Dafür, dass John Henry ein Jahr nicht gefahren ist, muss ich sagen, hat er richtig Gas gegeben. Aber ich glaube, das ist mein neues Hobby. Es hat ja richtig Spaß gemacht. Vor dem großen Rennen die große Show. Monika Ivankan schaut unterdessen bei den Stallungen vorbei, trifft die sportlichen Stars dieses Traum-Rennwochenendes. Weltmeister Heinz Wevering. Was sind die Ziele für heute? Siegen, immer siegen. Das war auch meine Einstellung. Im großen Rennen heute war ich ja bis gestern noch nicht dabei. Aber plötzlich ist dann der Herr Colgini ausgefallen. Mein Kollege aus Schweden und ich habe die Fahrt übernommen und freue mich natürlich. Ja, dann drücke ich mal die Daumen, ja? Okay. Also dann gucke ich euch zu und vorher, das bin ich dann am Rand, wo so schreit, okay? Das 6. Großer Preis von Deutschland 2011 ist gestartet. Aaron de Veluwe versucht das Kommando zu übernehmen. Deutsche, Schweden, Niederländer, ein internationales Feld macht sich auf die 2,7 Kilometer. Die letzte Runde, ein schwedisches Duell. Robert Berg mit Kadett CD gegen Örjan Kihlström mit Tamla Seleber. Sieg für Kihlström. Ich hatte ein gutes Gefühl, als ich merkte, dass Kadett CD eingeklemmt ist. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Sie hatte auf den letzten 1200 Metern zu kämpfen, aber sie ist stark und sie hat es gepackt. Erste des Promi-Rennens ehrt den Ersten des Großen Preises von Deutschland. Hamburgs erster Bürgermeister überreicht den Pokal mit einem kleinen Schönheitsfehler. Und Monika Ivankan verarbeitet die Eindrücke ihres ersten Renntages. Also ich muss sagen, es ist eine sehr tolle Veranstaltung und ich kann jedem nur raten, mal hierher zu kommen, weil es eine tolle Stimmung, man lernt tolle Leute kennen und es ist ein schönes Umfeld. Monika schon wieder an der Strecke. Ja, das Rennfieber hat sie schwer erwischt.